Hallo Leute, mein Name ist Sozialer und damit herzlich willkommen zum zweiten Part der Anime-Heldenwoche. Und zwar machen wir jetzt zwei in Reihenfolge, und zwar aus Wamba Halb. Und zwar einmal den männlichen und einmal den weiblichen Wamba. Wamba. Ja, genau. Hammer. Und diesmal bin ich sogar informiert, dass es so ein Junge, der sich bei Kontakt mit was ein Mädchen entwickelt, kommt von den Entwicklern von Inuyasha. Okay, ja. Ich habe beide schon mal eingefügt, denn die werden gleich ineinander aufgenommen. Also, let's go. Sobald Miku mal fertig ist. Hier. Ja, ich spiele in den Mann verwandelt. Ist klar. Wer tut das nicht? Naja, legen wir los. Also, ich habe mich erstmal für den Jungen oder den Mädchen, ne? Eigentlich habe ich mich noch gar nicht entschieden, ne? Nehme ich jetzt den Jungen oder den Mädchen, ist eigentlich egal. Ich beginne am besten mit dem Jungen. Ist ja eines dasselbe. Und wir ziehen den Pokémon-Trainer. Ein schlechter Kämpfer. Round 1. Fight. Interessant wäre es, wenn ich einen Charakter gefunden hätte, der sich wirklich verwandelt, sobald er von der Wasserattacke getroffen wird, aber sowas gibt's leider nicht. Schade drum. Aber naja, dann gibt's eben zwei Parts. K.O. Yatabe! 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 Round 2. Fight! Eine spezielle Gewinnanimation, ganz ehrlich. Das war er. Die Runde haben wir ohne Probleme gewonnen. Jetzt kommt der Kung Fu Man. Passt ja. Er kämpft ja auch Kung Fu. Und auf der speziellen Stage, die nah gesucht ist und somit weniger Platz hat. Okay. Das war natürlich einfach, auch wenn ich mehr Schaden genommen habe als beim Pokémon-Trainer. Round 2. Fight. Und da haben wir es schon besiegt. Und nochmal Kung Fu Man, wir haben heute Glück. Einfache Krieger. Round 1. Und wir haben eine gute Stage. K.O. Yatabe! 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 Round 2. Fight. Hey!
K.O. Das hätten wir. Und das wir Glück haben, nehme ich jetzt sofort zurück, denn wir haben es nicht vor, zu Schande. Where's my burrito? Where's my burrito? Where's my burrito? Round 1. Fight. Er platziert seine Raketen auch immer so, dass man nicht ausweichen kann. Ich sag's ja immer wieder, Hitler, bitte eine Munitionsbegrenzung einbauen. Dafür, dass es aber erst ein Typ vor war, habe ich mich gut geschlagen mit Rama, Junge. Uh-oh. Round 2. Fight. Also auch im Explodierradius. Und das war's. Kaugan. Pech gehabt. Die Verlieranimation. Ich höre mit Heavy Metal. Ach du Schande. Sieht eher aus, als hätte er zwei Köpfe. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Eieiei. Schnell weg damit. Glücksrunde. K.O. Ja, Round 2. Fight. Das war natürlich einfach. Und Ash ist der Nächste. Mal gucken, ob der buggt oder nicht. Ah, und wir haben die neue Stage. Keine Ahnung, aus welcher Folge diese Sache kommt, aber bestimmt aus irgendeiner kommt sie. Wir sammeln auf jeden Fall keinen. Ich muss unten treten. Und er ist K.O., aber wird nicht ausgetauscht. Oh, super. Ash buggt mal wieder. Aber diesen Bug kann man leider auch nicht fixen. Dummerweise. Die Animation. Round 2. Fight. Go, Squirtle! Damit haben wir den Sieg. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Besser gesagt, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir den Sieg auf jeden Fall. Ja, und er ist wieder verbuggt. Macht aber nichts. Er hat KP abgezogen bekommen und damit gewinne ich. Go, Ivysaur! Round 3. Fight. Fight.
Squirtle! Und ich hab gewonnen. Das wäre jetzt interessant gewesen. Jetzt habe ich einen Wassertreffer bekommen, aber leider hat er sich nicht verwandelt. Ah, schade. Aber wie soll man das auch hier programmieren? Time over. Ich hab auf jeden Fall gewonnen. Weiter geht's mit... der neue Sonic. Aber als CPU müsste er nicht so stark sein. Eieiei, der Ton. Round 2. Fight. Und das war's. Sieg. Richty ist der nächste Gegner. Okay, das Magical Girl. Round 1. Fight. Das allerdings als CPU nichts zu bieten hat. Diese Unsuper-Taste ist aber nicht schlecht. K.O. Ich hab sie aber. Als CPU ist sie eben schlecht. Round 2. Fight. Was hat sie denn jetzt gemacht? K.O. Und das war's. Pokémon Trainer oder Bonus? Trainer. Round 1. Fight. Verwirrt, Mist. Pokémon Trainer hat leider einen extrem starken Radius.
Wow! Was war das? Ein chinesischer Schnitt oder was? Japanisch. Oh. Entschuldigung. Auf jeden Fall hat er uns auf ganz schön aufgeschnetzelt. Round 2. Fight. Mir fällt gerade auf, dass Rama nur einen Level-Pointer hat. Das heißt, er hat lediglich einen Spezialangriff, den man mit einem Level freischalten kann. Eieiei. Proton-Virus. Oder was das auch immer war. Es wäre um einiges einfacher, wenn man den Gegner sehen würde, aber der macht uns eh gerade kalt. Ja, er hat uns kalt gemacht. Dann würde ich mal sagen, lassen wir das Ungesunde dämmen und gucken uns den Kampf an. Und zwar würde ich mal sagen, für diesen Kampf treten die beiden gut gedesignten Quest-Mädchen gegen Hammer männlich und weiblich an. Ja, ich lasse tatsächlich die weibliche jetzt schon kämpfen. Möge der Bessere gewinnen. Die Mädchen werden ganz schön verprügelt, muss ich dazu sagen. Das war ein starker Angriff. Den ich vorhin nicht rausgefunden habe. Das erste ist schon K.O. Und das zweite auch. Wenn man daran denkt, dass die beiden Personen die eine und dieselbe sind. Nicht, oder? Wer war das denn grad? Der schießt da mal irgendwas. Naja, der Sieg ist klar. Das war's. Die beiden gewinnen. Und damit bedanke ich mich für's Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.